Gänsehautfeeling pur, versprach der 6. AZ-Pressecup. Würde es jemand schaffen, den Titelverteidiger Teutonia Uelzen vom Thron zu stoßen? Hast du einen Favoriten für den Titel? Ich hoffe, es wird nicht Teutonia. Ja, SV Emdorf, ne? Wollenstadt oder Bodenthal. Wir sind für jeden außer Teutonia. Weil 12 Mannschaften traten an, um unter sich den Besten aus dem Landkreis Uelzen auszumachen. Auch dem Geheimfavoriten FC Oldenstadt und Außenseitern wie Edelsdorf wurden gute Chancen zugesprochen. Ich hatte vorm Turnier gesagt, der FC Oldenstadt wäre ein heißer Kandidat, aber die Vorrunde war doch sehr durchwachsen. Aber ich glaube, das sind so die einzigen, die Teutonia wirklich gefährlich werden könnten. Ah, schwierig. Also ich denke mal, Edelsdorf könnte es machen. Ja. Also eher ein Außenseiter. Ja, ich denke mal schon. Also ich bin gerne für den Außenseiter. Ich hoffe, das wird sogar was. Ins Halbfinale schafften es der TuS Bodenteich, Teutonia Uelzen, der SV Emdorf und der FC Oldenstadt. Hättet ihr damit gerechnet, dass ihr heute ins Halbfinale kommt? Damit gerechnet hätten wir nicht. Allerdings durch den Buhnzauber in Ebsdorf waren die Erwartungen ein bisschen größer als gedacht, aber wir freuen uns darüber und erwartet hätten wir es nicht, aber es ist schön. Ja. Und glaubt ihr, ihr habt eine Chance auf den Titel? Ja. Schön wäre es, allerdings denke ich, dass wir bei den Namen, die dort bislang stehen, im Halbfinale, dass wir da eher Außenseiterchancen haben. Jedoch machte der SV Emmendorf dem Geheimfavoriten einen Strich durch die Rechnung. Auch Bodenteich verlor mit 3:1 gegen den blau-gelben Titelverteidiger. Im Finale hieß es also Teutonia gegen Emmendorf. Wie sehr freut es dich, mal wieder im Finale des AZ-Pressecup zu stehen? Sehr, weil das hier, glaube ich, für uns das wichtigste Turnier mit Abstand ist. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, auch ins Finale zu kommen und sind jetzt auch im Finale, also ist das super. Sehr, muss man sagen, weil unsere Bilanz ja nicht ganz so voll ist hier beim AZ-Pressecup. Von daher sind wir heute sehr froh, dass wir ins Endspiel einziehen durften. Freut uns sehr. Ja. Knapp 1000 Zuschauern merkte man an, dass sie auf einen neuen Pressecup-Sieger brannten. In einem dramatischen Finale, in dem es nach Ablauf der regulären Spielzeit 2:2 unentschieden stand, gewann dann doch mal wieder der SV Teutonia Uelzen im 9-Meter-Schießen. Dritter wurde der TuS Bodenteich mit einem Sieg über den FC Oldenstadt. Vielleicht schafft es ja im nächsten Jahr eine Mannschaft, die Teutonen zu entthronen, wenn es Zeit ist für den 7. AZ-Pressecup.